Moin, herzlich willkommen zu einem neuen, zugegeben kleinen Video von Jörg. Das mache ich sehr spontan, aus dem einfachen Grunde, weil ich noch gar nicht weiß, ob da wirklich was von kommt. Ich habe ein neues Buch angefangen zu lesen, das mich aufgrund des Titels sehr interessiert hat. Ich erzähle euch gleich den Titel. Nur ob ich das Buch auch ganz auf YouTube lese, das weiß ich noch nicht. Und ich dachte, ich könnte ja mal kurz ein wenig da reinschauen. Ich habe die ersten 23 Seiten, also Titelblätter müssen wir natürlich abziehen und sowas, in den ersten 23 Seiten habe ich bereits gelesen. Da stehen viele interessante Dinge drin und ich denke, es werden auch noch viele interessante Dinge kommen. Das Buch hat 241 Seiten, ist von 1875 und hat einen sehr interessanten Titel und auch ein sehr interessantes Thema. Vor allen Dingen ein Thema, das möchte ich mal sagen, sehr zeitgemäß ist, wenn wir daran denken, in welcher Zeit wir seit Anfang 2020 leben. Da weiß ja nun jeder, worum es geht. Und im Augenblick läuft weltweit eine Kampagne, um die ganze Menschheit zu impfen. Und natürlich gibt es viele Leute, die sind für die Impfung. Es gibt auch viele Leute, die sind gegen Impfung. Es gibt auch viele Leute, die haben da sich noch mal gar keine Gedanken drüber gemacht und denken da eigentlich gar nicht drüber nach und denen ist es eigentlich alles ganz wurscht. Nun gibt es bei denjenigen, die für die Impfung sind, verschiedene Gründe, warum sie das sind. Es gibt auch bei denen, die gegen die Impfung sind, verschiedene Gründe, warum sie gegen die Impfung sind. Es gibt nur wenige, die sich da wirklich mit beschäftigt haben. Die sich beschäftigt haben damit, wie das ganze Gesundheitssystem zusammenhängt, das ist eine Sache. Aber vor allen Dingen, die wenigsten haben Untersuchungen angestellt in der Hinsicht, dass sie eben verstanden haben, dass die römisch-katholische Kirche, die ja nun einmal diese Welt beherrscht, davon ausgeht, und zwar davon ausgeht aufgrund dessen, weil sie es in den letzten paar hundert Jahren der ganzen Welt auferlegt hat, dass ihre eigenmächtig autorisierte, nenne ich es mal, geistige Macht, die weltliche Macht regiert. Und durch diese geistige Macht hat die römisch-katholische Kirche die weltliche Macht in der Hand. Und jetzt sind wir auf einmal seit Beginn 2020 damit konfrontiert, dass die weltliche Macht nicht nur aus irgendwelchen gewählten Politikern besteht, wie die Wahlen jetzt stattgefunden haben, ob das überhaupt Wahlen sind und was für Kandidaten das sind, das lasse ich jetzt mal außen vor. Das wurde ja an anderen Stellen besprochen. Aber heutzutage werden uns ja teilweise Menschen vorgesetzt, die uns mehr oder weniger regieren, die überhaupt keine Politiker sind und die überhaupt kein Mensch gewählt hat, sondern Menschen, die meinen, dass sie aufgrund dessen, weil sie irgendwelche medizinischen Dinge studiert haben, der Menschheit sagen können, wie sie zu funktionieren hat. Nun habe ich selbst im abgelaufenen Jahr mich nicht allzu viel mit diesen ganzen Dingen beschäftigt, aber Bruder Michael hat mir immer wieder sehr interessante Dinge geschickt und wir haben da auch oftmals drüber diskutiert, aber nicht vor der Kamera. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das ist. Das ist jetzt schon einige Wochen her. Wir haben heute den 29. Juni 2021. Ich spreche auch mit Michael nicht mehr so viel, weil wir unsere satanische Medienagenda im Augenblick nicht mehr weitermachen nach 225 Sendungen. Und Michael hat sehr viele Dinge, die er selbst macht im Augenblick und auch viel Arbeit um die Ohren und so. Von daher haben wir weniger Kontakt, was ich schade finde. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir Kontakt haben, hatten wir vor einigen Wochen, wie gesagt, nicht direkt darüber gesprochen, sondern wir sind darauf gestoßen. Ich weiß nicht mehr, war das ein Dokument, was wir gesehen hatten, war das ein Video, was wir gesehen hatten, ich weiß es nicht mehr, wo ganz deutlich gemacht wurde, dass in der Gesundheitssorge, so wie sie seit Anfang 2020 in dieser Welt propagiert wird, es die Politik ist, die der Wissenschaft Vorgaben macht. Das sollten wir jetzt so verstehen, dass ich hiermit sagen will, und die Politik hat bestimmte Ziele, die sie umsetzen möchte. Und um diese Ziele umzusetzen, hat sie die Wissenschaft, in diesem Fall die Medizin, nötig. Benötigt sie diese. Sie sagt, was sie erreichen will. Und die Medizin sagt ihr, wie sie das erreichen können. Das heißt, die Medizin, Virologie oder Immunologie oder welche zwischen Anführungszeichen
Gesundheitswissenschaft auch immer, sorgt dafür, dass sie Daten bereitstellt, die die Politik dann so interpretieren kann, dass ihre Ziele schlussendlich erreicht werden. Also mit anderen Worten, die Wissenschaft ist keine Wissenschaft an sich, sondern eine Wissenschaft, die sich wie eine, ich spreche jetzt mal biblisch, Hure missbrauchen lässt, um die Ziele ihrer Mutter zu erreichen. Ne? Mutter Babylon, um es mal ganz deutlich zu sagen. Also mit anderen Worten, es geht gar nicht darum, was medizinisch richtig oder falsch ist, es geht darum, was medizinisch richtig oder falsch gelehrt wird und was wir schlucken müssen im wahrsten Sinn des Wortes. Meistens irgendwelche Pillen oder jetzt eben auch noch Impfungen und so weiter und so weiter. Na, jedenfalls habe ich mir dann einige Bücher rausgesucht aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich mal. Ich könnte mal eben schauen, ob ich euch den Ordner zeigen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier habe. Hier, da müsste ich mal hingehen. Ja, das ist jetzt nicht der richtige. Wollen wir eben gucken. NWO, Bücher, Impfung. Hier, seht ihr, das sind das schwarze Buch von Impfungen, die schlimmsten Jesuiten, Impffriedhof, Professor Peter Joda, medizinischer Insider packt aus. Das ist ein neues Buch von 2007 und über die 50-jährige Impfvergiftung des württembergischen Volkes. Dieses und die vier Bücher, die drei Bücher hier oben, also diese vier hier, das letzte und die drei hier oben, sind alles Bücher aus dem 19. Jahrhundert, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich bin auf ein Buch gestoßen, das meine besondere Aufmerksamkeit erregt hat, das ich angefangen habe zu lesen, und das heißt Die schlimmsten Jesuiten des Deutschen Reiches und des Deutschen Reichstages. Eine öffentliche Denunziation an seine Durchlauch, den Fürsten Reichskanzler von Bismarck. Von Dr. Med. H. Hennemann. Ja, das Buch ist in St. Gallen 1875 erschienen. Und in diesem Buch habe ich jetzt angefangen zu lesen, weil, wie ich gerade eben sagte, die geistige Macht, die römisch-katholische Kirche, die Kirche des biblischen, historischen und prophetischen Antichristen, sich das Recht rausnimmt zu behaupten, wie wir aus der Bulla Unam Sanctam kennen, außerhalb ihr gibt es keine Erlösung und es ist für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur unerlässlich, um Subjekt des römischen Papstes zu sein oder des Pontiffs zu sein. Gibt es also einen Zusammenhang zwischen der römisch-katholischen Kirche und der Agenda in dieser Welt? Und die Agenda im Augenblick in dieser Welt ist diese Virusagenda, ist die Impfagenda. Und natürlich muss da der militärische Arm der Kirche dahinter stecken. Regemini militantes ecclesial. Die Kirche im Krieg. Die Soldaten, die Sturmtruppen, ja, die SS der römisch-katholischen Kirche. Das sind die Jesuiten. Das sind sie seit ihrer Errichtung 1534. Das sind sie heute 2021 immer noch. Und dieses Buch gibt mir dann aufgrund des Titels alleine schon mal die Möglichkeit zu sagen, von das interessiert mich jetzt mal zu lesen, wie denn die römisch-katholische Kirche und die Jesuiten zusammen mit der Medizin oder mit der Wissenschaft zusammenhängen. Von diesem Dr. Med. H. Hennemann, da sprechen wir ein anderes Mal drüber, dass das ein Pseudonym ist und wer das ist, das machen wir dann vielleicht in einer Lesung von diesem Buch. Hier sehen wir nochmal den Titel etwas deutlicher geschrieben, ihr seht von 1875, ich scroll mal ein wenig runter. Auch erschienen ist hier Die Pillenjesuiten oder das Sündenregister der Medizinheilkunde von Dr. Med. H. Hennemann. Und hier habe ich bereits einen Wikipedia-Link reingemacht von Theodor Hahn. Theodor Hahn war der wirkliche bürgerliche Name von diesem Dr. Med. H. Hennemann. Ja, also es ist eine und dieselbe Person. Das ist ein Alias, ein Synonym, unter dem er dieses Buch hier veröffentlicht hatte damals. Und dann geht es hier los an eine Anrede, durchlauchtigter Fürst, natürlich an den Fürsten von Bismarck. Ne? Und dann haben wir das Inhaltsverzeichnis und da sehen wir zum Beispiel solche Dinge wie erstmal die Einleitung, da bin ich eben noch am Lesen, die sieben Todsünden der Medizin. Also wir sehen auch an vielen Dingen in diesem Buch, dass der Autor kein bibelgläubiger Christ ist. Ja, er spricht hier von sieben Todsünden und die sieben Todsünden sind eben eine römisch-katholische Lehre. Nichtsdestotrotz, er
beschäftigt sich damit und schreibt hier über die sieben Todsünden. Die erste, die zweite, die dritte, die vierte und dann die fünfte Todsünde. Was ist das? Ausgerechnet die fünfte. Ja, wir kennen ja die Zahl 5. Impfvergiftung. Na, und da wurde ich hellhörig und da habe ich mir gedacht, das möchte ich lesen. Aber nun hat das in so einem Buch nicht viel Sinn, sich irgendein Kapitel rauszusuchen und nur das zu lesen, sondern man sollte das ganze Buch lesen. Also habe ich angefangen, das ganze Buch von vorne bis hinten zu lesen. Wie gesagt, ich bin auf Seite 23 geblieben, bin im Vorwort hier zur zweiten Auflage. Das lese ich gerade. Wie ihr seht, sind da einige Dinge, die man die ich unterstrichen habe. Und dann geht es in die Einleitung nach dem Vorwort. In der Einleitung bin ich jetzt auf Seite 19. Gehen wir nochmal ein bisschen runter. Ihr seht, da sind ein paar wichtige Dinge und da sind ein paar wichtige Dinge, die ich euch gerne mal vorlesen möchte. Da gibt es ein paar, ich sag mal, Zitate drin. Ein paar Dinge, die interessant sein, wo wir sagen von, das könnte interessant sein. Nun werde ich dieses Video auf meinem rein deutschen Kanal veröffentlichen und werde euch fragen, dass ihr in einem speziellen Kommentar, den ich anpinne, einen Daumen hoch gebt, wenn ihr sagt, das ist interessant, liest das Buch mal. Nur dann müsst ihr mir die Zeit geben, dass ich es erstmal wahrscheinlich selbst für mich durchlese und danach erst ans Mikrofon gehe und die Lesung selbst machen werde. Aber wenn ihr sagt, das interessiert uns, liest das, dann werde ich das tun. Und natürlich, ihr bekommt einen Link, wo das Buch jetzt bereits zur Verfügung steht. Und ich habe durch den Bruder Gerald, der mir so wahnsinnig viele Bücher bereits besorgt hat, also der mich aufmerksam gemacht hat auf viele PDF-Bücher, der auch eine ganz wunderbare PDF-Bibliothek auf Archive hat, die auch verlinkt ist in der Beschreibungsbox dieses Videos, hat mich auf viele Bücher hingewiesen, hat mir auch einige Bücher bestellt. Auch dieses Buch hat er jetzt bestellt. Ich kriege das also auch noch physisch in die Hände innerhalb der nächsten Tage. Und ich lese es sowieso. Und die Frage ist ja, wenn ich das interessant genug finde und wenn ihr dieses Video, dieses Einleitungsvideo interessant genug findet, dann werde ich probieren, da eine Lesung von zu machen, doch mal probieren, mindestens ein Video pro Woche auf diesem rein deutschen Kanal dafür rauszubringen, dass wir da wieder ein wenig Leben in den Kanal haben und uns dann hier mit diesem Thema beschäftigen, über das es hier in diesem Buch geht. Ich möchte mal kurz ein kleines Zitat vorlesen, so dass ich hier unterstrichen habe, also durchgestrichen habe, das ist eigentlich unterstreichen, ja, herausstreichen, deutlich machen, dass dieser Satz sehr interessant ist, zumindest dieser Teil des Satzes. Aber wollen wir mal den Satz richtig anfangen. Da sagt er hier, als es auf Seite 7 in der Einleitung: Eine gleiche bisherige Unzurechnungsfähigkeit der Masse wie auf dem Felde der Religion besteht aber auch auf einem anderen Felde, auf dem der leiblichen Pflege der Menschheit, auf dem Felde der Gesundheits- und Krankheitspflege und wie dort die Hüter des geistigen und geistlichen Heils, die Priester oder Ärzte der Menschenseele, sich das Menschengeschlecht jahrtausende lang abhängig und tributpflichtig und möglichst stock- und blindgläubig zu erhalten suchten, so waren auch die Priester oder Ärzte des Menschenleibes von jeher bestrebt, die Schar ihrer Gläubigen sich unvermindert zu erhalten und sich reich und fett zu mästen vom Blut und Leben ihrer kranken Herden. Dann geht der Autor weiter und spricht hier über den hippokratischen Eid zum Beispiel, finde ich ganz besonders interessant. Aber da möchte ich jetzt noch nicht alles bekannt von machen. Es geht hier um Äskulap und Hygieia. Äskulap kennen wir bereits aus von Babylon nach Rom. Hygieia, da kennen wir das Wort Hygiene kommen von, da kommt das her, so viel wie Körperpflege oder sowas. Ich gehe da jetzt nicht rein, was ich hier in diesen kleinen Artikel geschrieben habe, hätte ich ganz schnell auf Pause drücken müssen, als ich das gerade eben gemacht habe, dann drüber geschwenkt habe. Ich möchte ja nicht alles vorwegnehmen. Aber der Eid des Hippokrates, ich sage nur schon mal so viel, ist nicht biblisch. Ja, das mal nebenbei. Und dann möchte ich euch dieses kleine Stück vorlesen aus Seite 9, diesen kleinen Absatz. Aber was die Medizin, so sagt der Autor, soweit sie sich systematisch und auf Dogmen aufbaut, so unendlich verderblicher für das Menschengeschlecht macht, ist, dass sie ihren Gläubigen sofort
und meist ein für alle Mal das ganze zeitliche Dasein in Frage stellt und inappellabel aburteilt. Ungeheuerlich aber und wahrhaft diabolisch wird dies Verhängnis, welchen die Menschheit unter dem Richtschwert der Medizin überantwortet ist, noch dadurch, dass die Medizin im Laufe der Jahrhunderte, ähnlich wie die Kirche zur Staatskirche, zur Staatsmedizin sich emporzuschwingen gewusst hat und ausgerüstet mit allen Macht- und Schutzmitteln als solche eine Allgewalt über der Menschen Wohl und Wehe erworben, gegen welche die Macht der Päpste, Fürsten und Priester der Kirche eine Bagatelle ist. Wahrhaft verschwindend klein endlich ist die kirchliche Macht gegenüber der Macht der Medizin. Natürlich habe ich da einen Kommentar zu, da gehen wir jetzt nicht drauf rein. Aber diese Aussage hier, dass die Medizin im Laufe der Jahrhunderte ähnlich wie die Kirche zur Staatskirche, zur Staatsmedizin sich emporzuschwingen gewusst hat und ausgerüstet mit allen Macht- und Schutzmitteln als solche eine Allgewalt über der Menschen Wohl und Wehe erworben hat. Also, wenn dieser Satz, den ich gerade eben vorgelesen habe, nicht 100% in die Zeit nach März 2020 passt, dann weiß ich nicht was. Es gibt in dem Buch noch viele weitere Zitate oder einige sehr interessante Dinge, über die ich bis jetzt gestolpert bin, und ich bin, wie gesagt, nur auf Seite 23. Wenn ihr sagt, nee Jörg, beschäftige dich lieber mit anderen Dingen, vor allen Dingen mehr mit biblischen Dingen, weil besonders biblisch ist das Buch nicht, der Dr. Hahn oder Hennemann oder wie auch immer man ihn nennen will, ist kein bibelgläubiger Christ, das sieht man auch an seiner Schreibweise, aber er legt hier natürlich Dinge offen über die Jesuiten und den Jesuitenorden, da kann ich nicht anders als zu sagen, ich finde das interessant. Wie gesagt, der ganze Titel dieses Buches lautet: Die schlimmsten Jesuiten des Deutschen Reiches und des Deutschen Reichstags, eine öffentliche Denunziation an seine Durchlaucht, den Fürstenreichskanzler von Bismarck. Der Untertitel, und den wird wohl die Videospielliste behalten, so sollte die heißen, ist Pillenjesuiten, Salbenpriester und Pflasterpfaffen. Das ist übrigens direkt aus dem Buch entnommen und finde ich ein sehr schönes Zitat oder eine sehr schöne, einen sehr schönen Titel. Und das bringt auch das ziemlich genau auf den Punkt, dass das Pillenjesuiten sind, dass das Pflasterpfaffen sind und Salbenpriester. Und eben ohne die Jesuiten geht eben auch in der medizinischen Welt überhaupt nichts. So. Soweit jetzt meine Einleitung dazu. Wie gesagt, ich bin das Buch selbst am Lesen. Ich denke, das Buch ist sehr interessant, aber es ist etwas ganz anderes, als was ich bis jetzt gemacht habe. Vor allen Dingen auch, weil ich selber medizinisch keinen Hintergrund habe. Und Bruder Max, der zwar einigen medizinischen Hintergrund hat, steht leider im Moment nicht zur Verfügung, um mich bei dieser Sendung oder Lesung zu unterstützen. Was schade ist, aber die Dinge sind nun mal so, wie sie sind. Und von daher werde ich wohl mich alleine auf die Studie dieses Buches machen. Und wenn ihr an dieser Buchstudie teilhaben wollt in einiger Zeit, wenn ich das Buch dann durchgelesen habe oder zumindest so weit durchgelesen habe, dass ich die Entscheidung treffen kann, ob ich es lesen will oder nicht, und genügend Daumen nach oben auf den Kommentar kommen, der mir anzeigt von, ja Jörg, finden wir interessant, wollen wir gerne lesen. Und natürlich könnt ihr das Buch selbst euch runterladen, könnt es selbst lesen, ihr müsst nicht auf meine Lesung warten, könnt ihr euch darüber informieren. Und damit bin ich eigentlich schon zum Abschluss gekommen dieses kleinen Videos. Ich wollte nur mal eben so, wie man im Flämischen sagt, ich will den Becken pulsen. Ja, ich wollte mal eben so fühlen, wie tief das Wasser ist, wie tief das Interesse ist bei euch. Im Grunde, wie ich das damals bei Von Babylon nach Rom am Anfang auch gemacht habe. Und mal sehen, ob da Interesse besteht für dieses Buch. Und ansonsten muss ich natürlich probieren, mich an meine Pläne zu halten, wie ich sie in dem Video gemacht habe mit den zukünftigen Plänen auf Joggler 66. Wenn Roms Ziele durch ist, dass ich mich dann irgendwann mit dem Israel-Betrug beschäftigen muss. Nur, da kommt im Augenblick eine Studie dazwischen im Englischen, die ich mit zwei englischen Brüdern mache, einem englischen und einem amerikanischen, also zwei englischsprachigen. Und
Das wirft mein ganzes Verständnis von Dingen in der Offenbarung und von den Dingen, die wir hier in der Welt leben, auf den Kopf, mehr oder weniger. Oder, ich sag's mal andersrum, es bestätigt viele Dinge, wo ich bisher immer vom Bauchgefühl her wusste, das stimmt so nicht. Diese Lehre, die in der Welt gelehrt wird und die ich selber auch gelehrt habe, weil ich es davon übernommen habe, stimmt so nicht. Ich muss viele Dinge korrigieren. Und wenn ich diese Lesung über den Israel-Betrug mache, dann will ich es richtig anfangen. Das heißt, dann müssen alle Fehler gleich von Anfang an mit ausgemerzt werden, die ich bis jetzt die letzten Jahre mit mir mitgeschleppt habe. Das sind Fehler, die ich basiere aufgrund der falschen Lehre, die ich aufgesogen habe, wie viele andere auch, von solchen Lehrern wie der Siebentags-Adventistenkirche, die eine total falsche Auslegung der Prophetien in dem Buch der Offenbarung und oftmals auch im Buch Daniel haben. Und das muss ich rechtsetzen mit der Lesung über den Israel-Betrug. Und deswegen dauert das. Es wird wahrscheinlich gegen Ende des Jahres und Anfang nächstes Jahr erst sein, dass ich damit wirklich ans Mikrofon kommen kann. Ich bitte deswegen dafür um Geduld und die Zeit in der Zwischenzeit werde ich füllen mit anderen Arbeiten von mir, wie zum Beispiel dieses Buch über die Pillenjesuiten, Salbenpriester und Pflasterpfaffen. Und wenn ihr dabei sein möchtet, wenn ihr mich dabei begleiten möchtet, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch und dann freuen wir uns auf die erste Sendung auf dem rein deutschen Kanal aus dieser Lesung eines Buches von 1875, eines Schreibens gerichtet an den damaligen eisernen Kanzler, wie er genannt wurde, Reichskanzler von Bismarck, der damals 1875 noch im Kulturkampf verwickelt war. Ja, das war's, was ich soweit sagen wollte. Und von daher bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen, einen schönen Abend und euch zu bitten, dasselbe zu tun, was ich auch viel mehr machen sollte. Ich sag's immer, lest eure Bibel und lest sie dann selbst mit. Ich komme da nicht zu, aber bitte lest eure Bibel, weil da steht bereits alles drin, was diese Welt mit uns machen wird. Und da steht ganz genau drin, dass wir in dieser Welt, wie Jesus Christus gesagt habe, wir Verfolgung, wir Drangsal, Trübsal durchlaufen und durchleiden müssen. Aber, sagt Jesus Christus, ich habe die Welt überwunden. Und wenn Christus in uns ist und wir sind im Christus durch ihn angenommen zu haben, dann haben wir die Welt auch überwunden. Dann kann uns dieser ganze Kram, auch der, den die Pillenjesuiten uns andrehen wollen, nichts anhaben. In Jesus Christus sind wir wirklich frei. Bitte, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht das Stimmen in dem Kommentar und wir sehen uns dann vielleicht zur ersten Lesung dieses Buches von 1875 und wollen mal sehen, wie aktuell das auf die heutige 2021er Situation angepasst werden kann. Und dazwischen vergessen wir nie, unsere Bibel zu lesen. Dank der Gnade unseres Herrn und der Führung des Heiligen Geistes, der uns in alle Wahrheit leitet. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Aber unerlässlich ist, die Bibel zu lesen. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren.
Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er's so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren, er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestift. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott. Mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns gewiesen. Darum wird er gepriesen. Darum gab er den Heiligen Geist, der ein Völkchen Tröster heißt. Ins Herz will er's uns schreiben, dass wir in Christus bleiben, all Sünd und Laster meiden. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Erbteil ist gesandt, dass Christus als er am Kreuz gestorben.